das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Genau, das machen wir jetzt. Dann dürfen wir, wenn wir die... Ich glaube, viele müssen wir gar nicht mehr machen. Ich habe noch... Super, jetzt geht noch ein Update rein für das Spiel. So, Busdepot. So. Okay, der würde mir 158 kosten. 120. 120. Ah, der MAN, der kostet doch ein bisschen zu viel Geld. So. Ja, da brauchen wir nochmal. Nehmen wir einen Mercedes nochmal dazu. Standard. Okay. So. Bitte was? Leg mich doch am Arsch. Warum darf ich nicht? Das ist ein Standardding, ist mir doch scheißegal. Wenn das nicht will, anwenden. So, das Auto gekauft. So, wir brauchen einen neuen Job. Angestellte. Nehmen wir den, der passt. Oh, ach, lebe ich doch. Nehmen wir den mit dazu. So, dann Busdepot. Nee, Busdepot nicht. Streckenplaner. Und das Fahrrad zu weisen. So, dann kriegst du den. Und dann probieren wir es mal mit dem hier. So, beauftragen. So, Strecke. Und du fährst die Stufe 4. Okay, dann hast du kein... Wir haben keinen Fahrer für die Tour, ne? Ja, bitte. Dann hat jeder eine Strecke.
So, wir müssen jetzt noch ein bisschen was an Leuten dazu nehmen. Gut, dann nehmen wir die Strecke Nummer 5. Wir müssen eh so mit der Umgebung. So, okay. Dann beginnen wir die Fahrt. So, fahren wir mal. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ja, ich auch. So, was möchtest du? Ein Wochenticket möchtest du haben? Woche, Standard und eins. So, Christoph. Danke. Jo, Ich bitte. brauche eine Fahrkarte. Alles klar. Ein Wochen. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Danke. So, da sind schon wieder ein paar Leute eingestiegen, die schwarz fahren, ne? Hier. Und na klar, hier, bitte. Und du kriegst eine Fahrkarte, du hast eine Fahrkarte, was hast Na du? klar. Du, okay, du hast auch eine. Was haben wir denn mit dir? Was? Ach so. Hier. Ja, kein Problem. Solange du eine hast, alles gut. Okay, haben wir gerade gesehen. Alles klar, weiter geht's. Kollegen. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Oh, ich habe Auto gerammt. Ja, mein erster Unfall. Naja. Na gut, in erster Linie geht es ja nur um die Leute zusammen zu kriegen, dass wir nicht in den Norden können. Wenn ich neue Strecken Bis fahren. dann. Eine Fahrkarte, bitte. Alle Wochenkarten. Standard. Danke. Moment, der mit dem blauen Hemd, der da gerade eingestiegen ist. Was ist denn der? Da hinten. Du bist doch gerade einfach durchgegangen. Ah, du hast eine Fahrkarte. Okay. Oder bist du das Hier. Ding? Okay. Du hast eine Fahrkarte. Und du hast Hier. auch eine. Sehr schön. Sehr vorbildlich. Doch keine Schwarzfahrer heute. Ich habe letzte Woche gerade mal drei oder so. Ich habe so einen Hunger. Du musst was essen. Holen wir uns was zu essen.
Da stehen meine Kollegen. Was ist das? So, dann steigt mal ein. Eine Fahrkarte bitte. So, Standard. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja. Tag, Standard 2. Danke. Weil ich glaube, ich nehme jetzt einfach die, nur die hinteren, die Vordertüren auf. Ernsthaft? Du bist das, Kollege. Du hörst die scheiß Musik. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ja, na klar, hier, bitte. Ich will diese Fahrkarte sehen. Wo hab ich denn... Na klar, hier. Das ist nett. Augenblick. Sehr schön. Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Danke. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ist mir scheißegal, ich hatte letztes Mal 3 Schwarzfahrer. Ich brauche keine... Ich konnte lieber nur den 3-fach. Den habe ich mir selber gekauft. Entschuldigung. Das ist meine beste Fahrt heute. Kannst du mal fahren? Ja, doch, fahr doch mit dem Fahrrad. Ist mir doch scheißegal. Haha, das hat man selten. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Du denkst oder du willst? Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Tag, Standard und 2. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Tag, Senior. Eine. Tja. Viele Stationen haben wir nicht mehr, glaube ich, noch 2 oder so danach.
geparkt. Eine Fahrkarte, bitte. So, den einen Typen, den... Aha, das, noch, das sind zwei noch eingestiegen. Ich kontrolliere gleich nochmal Fahrkarten. Einzel, Senior. Danke. So, da sind nämlich ein paar jetzt eingestiegen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Du hier? Hab ich denn... Ja, bitte. Du hast auch eine Fahrkarte günstig. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ah, alles klar. Klar. Hier, bitte. Du hast schon gezeigt. Hab ich ihn schon gezeigt. Oh, das ist nicht. Klar. Sind das Zwillinge? Du hast schon gezeigt. Du hast schon gezeigt. So, ansonsten, du hast auch schon gezeigt. Okay. Heute haben sich, scheinen sich alle sehr vorbildlich zu benehmen. Da vorne steht schon wieder ein Kollege. So. Tschüss. Ciao, ciao. Adios. Bye, bye. Heute wird keiner einstellen, okay. Gut, der Lieferwagen ist es rein, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir die Folge gekriegt haben gleich. So, fahr ich vorsichtig. So, wenn wir die zwei Passagiere voll haben, dann haben wir es geschafft. So, Endhaltestelle jetzt. Sind hier nicht viele. Oh, leck mich doch. Jedes Mal. Stimmt, der Typ mit der lauten Mucke, ne? Warte, was ist denn der Müll? Hier. So, dann fahren wir zurück zum Busdepot. Glaube ich, um 4 Bus oder so.
meine, jetzt ist es egal, der Bus ist leer. Jetzt hau ich da einfach mit 50 drüber oder so. Du weißt, das ist kein Problem sein. Ja, passt. Das ist voll der weite Weg zurück, ja? Ja, da vorne ist es, ja. Gut. Jetzt sind wir rechts und dann ist es aber da. Boah, Glück gehabt. Ah, ne, brauche ich nicht. So, will der raus? Nö, will er nicht. Okay. Zum Rad von hier vom Gas. Das fand ich zu schnell da drüber irgendwo. Vor allem ist ein Blitzer und den will ich ungern mitnehmen. Punkt, Punkt. Ah, da vorne ist er, links. So. So, warte mal. Ha, geschafft. Ja, Kollision 1900 verloren. Scheiße. Ich habe einen neuen Bus freigeschaltet, sehr schön. So, haben wir jetzt wie viele Fahrer gestern? 190. Ha, wir haben es geschafft, wir sind können in den Norden. Das könnten wir tatsächlich. Gestellte, ja, die lassen wir doch erstmal die auf den alten Routen fahren. Streckenplaner. Jetzt könnten wir tatsächlich in den Norden, oder nicht? Ja, genau. Jetzt können wir nämlich weiterfahren. Ha, super. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Hm? Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Genau so ist es. Gut, dann mache ich hier Feierabend und den nächsten Teil machen wir dann in der nächsten Folge.